Danke. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen, auch im Namen von Niklas Grässle. Mein Name ist Stefan Ziegler. Wir arbeiten beide in der amtlichen Vermessung in der Schweiz, wie man bei mir zumindest hört. Bei Niklas hört man es dann nicht mehr. Aber bei unterschiedlichen Kantonen, Niklas im Kanton Bern, ich im noch schöneren Kanton Solothurn. Dadurch ergeben sich dann auch oftmals ähnliche oder gleiche Fragestellungen und wir arbeiten relativ häufig auch zusammen, was ich noch ganz cool finde. Dies als Service. Ich muss dann zu Beginn was ausholen, was verstehen wir darunter oder wo enden wir dann schlussendlich, was ist GIS als Service, so wie wir das verstehen. Und ich hoffe dann, wenn wir diese drei Punkte abgehandelt haben, dass wir das dann euch auch so ein wenig, dass wir den Kreis schließen konnten, dass sie dann auch etwas mit nach Hause nehmen können. Also zu Beginn werde ich den eigentlichen Auslöser kurz ansprechen, inklusive die daraus sich ergebenden Herausforderungen. Dann als zweiter Punkt, wie wir das zu Beginn oder als allererste Lösung im Kanton Solothurn umgesetzt haben. Und dann wechseln wir dann auch das Mikro, dann kommt Niklas zum Zug, wie er das im Kanton Bern gemacht hat. Und das kann man gleich vorwegnehmen. Ich habe es auch schon geschrieben, Kanton Solothurn ist Vergangenheit, Kanton Bern Zukunft. Okay. Weil das wirklich eine tolle Lösung ist, so wie ich... Also ich persönlich finde es eine sehr tolle Lösung und auch wir setzen wir für ein anderes Projekt, setzen wir schon eigentlich die Zukunft schon ein. Der Auslöser ist ein QGIS-Plugin, das wir beim Kanton Solothurn entwickelt haben, das der Verifikation der amtlichen Vermessung dient. Ursprünglich war das sogar noch ein Avenue-Plugin für ArcGIS 3.2, also es gibt es schon einige Jahre. Es musste dann halt im Zuge der Ablösung von ArcGIS auf QGIS abgelöst werden. War aber soweit nicht tragisch. Und dann hat sich das ergeben, dass es halt ein QGIS-Plugin wird. In der Schweiz hat es sich durchgesetzt, denke ich, in den meisten Kantonen, dass man eine zweigleisige Verifikation fährt. Der erste Teil oder das erste Gleis ist ein automatischer Check. Ist leider proprietär. Bei wöchentlichen Datenabgaben schicken die Vermessungsbüros die Daten an einen Checkservice, wird geprüft und dann holen die Kantone das via FTP oder wie auch immer von einem Server im Internet ab und importieren das in die Geodateninfrastruktur. Dann, was aber damit wirklich auch praktisch alle Kantone jetzt machen, ist das zweite Gleis. Das sind visuelle Kontrollen, wo es halt wirklich noch den Menschen braucht, nach umfangreichen Arbeiten. Wenn es nur um einfachere Nachführungen geht, Liegenschaftsmutationen, dann wird es natürlich nicht geprüft visuell. Aber wenn größere Arbeiten anstehen oder angestanden sind, wird das halt wirklich noch visuell geprüft, weil sie haben Fragestellungen, die ihnen kein Computer abnehmen kann. Ich habe hier ein Beispiel. In einem Projekt mussten wir dann die Gebäudeadressen noch erfassen, inklusive Gebäudeeingang. Also die ganze Schweiz nimmt jeden Eingang auf. Ist eigentlich auch noch. Und Sie sehen da, ich habe da einfach in PostGIS dann Shortest Line gerechnet auf die Straßenachse. Und Sie sehen da diese 16, die wirkt da relativ lang, oder? Die zeigt da irgendwo hin und wenn Sie da rauszoomen, sehen Sie das dann sofort, die zeigt irgendwo auf eine falsche Achse. Und das können Sie, also ich kann es jedenfalls nicht programmatisch lösen. Ich muss das irgendwie sehen, damit ich beurteilen kann, ist es richtig oder ist es falsch. Das als eigentlicher Auslöser zu diesem GIS als Dienst. Das Amt hatte so ein Plugin, oder? Und wir müssen diese Daten verifizieren. Dann eine Herausforderung in der ganzen Geschichte ist die Organisation der amtlichen Vermessung. Die ist eine sogenannte Verbundaufgabe. Der Bund, die ist gesetzgeberisch tätig und auch als Oberaufsicht, sind etwa 17 Leute. Dann die 26 Kantone, ungefähr 300 Leute und dann die eigentliche Arbeit draußen auf dem Feld,
wird ausgeführt von privaten Geometerbüros, Vermessungsbüros, sind etwa 3000 Leute. Also wir haben da verschiedene Player, die verschiedene Arbeiten machen und das Ganze ist sehr dezentral organisiert. Die zweite größere Herausforderung ist Interlis, das kennt da wirklich niemand. Ich denke, man kann es vielleicht ein wenig vergleichen mit Alkis, Atkis. Das ist etwas, was ich nie verstehe. Ich nehme mich seit 10 Jahren vor, jedes Jahr einmal. Jetzt will ich es mal begreifen. Ich habe es noch nie begriffen, oder? Vielleicht lerne ich es wirklich einmal. Und Interlis ist so die Geo-Language, steht auf der Homepage. Ist eigentlich eine tolle Sache, relativ kompliziert. Und das Schöne ist auch, seit 21 Jahren halt werden die Daten in einem Datenmodell gemäß Interlis beschrieben und auch dieser Datenaustausch geschieht via Interlis-Transferformat. Und auf der ersten, also nicht ganz ein Blink-Tag, sondern auf der Startseite der Internet von Interlisia geht so ein Balken, der durch so richtig modern, das geht so durchs Bild, oder? Da steht dann the tool to describe, integrate and coordinate geodata. Das umschreibt es relativ gut. Es gibt dann eine sehr, sehr umfangreiche FAQ mit der allerersten Frage, was ist Interlis? Und als Antwort bekommen Sie das. Ich habe das wirklich jetzt für den Vortrag auch nochmal nachlesen wollen. Was steht da auf dieser Homepage? Und es ist wirklich, das zeigt es wirklich relativ gut. Es ist saukompliziert und eigentlich versteht das sehr, sehr wenige Leute wirklich gut. Und da steht so Version 2 und Jahreszahlen und UML und XML und ISO-Normen. Vergessen Sie es einfach, oder? Und das so als erstes Fazit zum Ziehen, die amtliche Vermessung wird dezentral erfasst. Eine Herausforderung, wir haben ein relativ komisches Datenformat. Und eigentlich auch einen komplexen Themenkreis, weil amtliche Vermessung ist halt nicht nur irgendwie Liegenschaftskataster, sondern auch Bodenbedeckung, Schrägstrich Topografie. Wir haben es gesehen, Gebäudeadressen, Flurnamen, Nomenklatur, Fixpunkte, Entschuldigung. Rohrleitung, Gasleitung in beschränktem Maße, oder also es ist wirklich sehr breit gefächert. Dann, die Daten müssen verifiziert werden, weil alles, was halt wirklich draußen aufgenommen wird, da passieren halt Fehler, ist menschlich, soweit auch nicht schlimm, aber sie müssen verifiziert werden. Und eine rein maschinelle Verifikation ist halt heute noch nicht möglich. Ich denke, wird auch in Zug oder wird noch einige Jahre dauern, bis das künstliche Intelligenz vorhanden ist. Und wir hatten dann wirklich den Wunsch und die Idee, wenn wir ja schon ein QGIS-Plugin haben, das auf Open Source basiert, das wir auch abgeben können, gratis und ohne Lizenzkosten, kein Problem, dann, das soll auch heißen, die Verifikation dieser Daten soll zumindest teilweise, oder zum großen Teil eigentlich, bereits in den Vermessungsbüros stattfinden. Und zwar, das ist auch wichtig, mit den identischen Werkzeugen, wie auch dann das Amt, Kanton Bern und Solothurn, selbst verwendet. Weil dann haben Sie schon nicht irgend dieses Ping-Pong mit das Amt verifiziert, mit allen Fehlern, geht zurück, die korrigieren, bauen neue Fehler ein, hin und her, Ping-Pong, das machen Sie 5, 6 Mal und sind immer noch nicht fertig. Also ist wirklich tragisch eigentlich, aber so ist das halt. Und wenn Sie dann wirklich die gleichen Werkzeuge benutzen und Checklisten haben, dann funktioniert das relativ gut. Die erste Variante, die wir halt dann im Kanton Solothurn noch umgesetzt haben, habe ich mal mit VMware gemacht und dazu eben, wir können von den Vermessungsbüros, das dürfen wir wirklich nicht, wir können nicht erwarten, dass die in ihre bestehende IT-Infrastruktur halt auch noch eine weitere Datenbank neben, meistens Oracle oder was oder sonst noch es gibt, installieren und neben vielleicht irgendwie ArcGIS, Top Autodesk, Geomedia noch ein weiteres GIS-System verwenden. Das können wir nicht erwarten. Wir hatten das mal irgendwie im Feierabendbier oder wo auch immer mal diskutiert. Eigentlich so eine Verifikation und ein Stick wäre noch geil. Und irgendwie hat sich dann das so nicht ganz so ergeben, sondern
Wir hatten zuerst einmal so ein Sorglos-Paket und eben auf einer virtuellen Umgebung gemacht. Das heißt, ich habe ein VMware-Image gemacht mit Ubuntu, QGIS und PostgreSQL. Wirklich Sorglos-Paket im Sinn. Wir hatten nach einer Schulung auf einer Harddisk mussten sie mitbringen oder einen USB-Stick, hatten wir dieses Image rübergespielt und ihnen gezeigt, dass sie eben nur den VMware Player installieren müssen und dann diese Verifikation selbst durchführen können. Es hat soweit eigentlich sehr gut funktioniert. Die ganze Geschichte da der Gebäudeadressen über den ganzen Kanton haben wir so durchgezogen. Hat rein materiell betrachtet gut funktioniert. Hat halt wirklich halt einen riesen Nachteil und das ist der Unterhalt und die Nachführung der Software. Es beginnt wirklich schon oder bereits bei der Installation schon. Das ist eine Herausforderung gewesen halt. Und das Problem ist dann, ich kann das sehr schlecht dann irgendwie, wenn ich einen Fehler gemacht habe beim Programmieren des Plugins, kann ich das sehr schlecht nachführen auf diesen 1000 Sticks, die dann plötzlich rumschwirren oder auf der Festplatte. Oder? Und der Klassiker irgendwie sind irgendwie Umlaute mit Python. Das ist auch etwas, was ich definitiv nie richtig begreifen werde. Und da haben sie dann die Gemeinde Mümliswil mit Ü und dann geht gar nichts mehr. Und sie können das irgendwie schlecht irgendwie via Telefon sagen, jemand, der gar nicht programmieren kann, ja, kommentiert diese Zeile aus. Geht nicht, oder? Und da haben wir gemerkt, dass das mit dem Image nur die zweitbeste Wahl war. Und darum möchte ich jetzt gerade das Wort Niklas geben, der dann eine bessere Idee hatte. Also Stefan, herzlichen Dank. Was Stefan jetzt noch unterschlagen hat, war, in dem Rundum-Sorglos-Paket ist ein Import für dieses komische Datenformat, nämlich Interlis, enthalten, das du nämlich geschrieben hast, in Java. Wirklich eine tolle Sache. Dort ist es eben auch möglich, mit wenig Eingriff ein PostGIS-Schema anzulegen mit diesem komischen Datenmodell. Also das ist was du geschafft hast, was die Systemhersteller, die großen Systemhersteller in den 10 Jahren, 15 Jahren, die es das Format gibt, noch nicht so toll hinbekommen haben. Aber herzlichen Dank für die Überleitung. Bevor wir zur besten Variante kommen, auch dafür herzlichen Dank, wollte ich ganz kurz die Ausgangslage vom Kanton Bern vorstellen. Kanton Bern hat knapp 1 Million Einwohner, hat 30.000 Kantonsangestellte, 500 GIS-Arbeitsplätze, dafür 120 Lizenzen, also wir teilen uns, das sieht man hier. Und wahrscheinlich der Kanton Bern erfüllt jedes Klischee, was Sie von einer Schweizer Kantonsverwaltung haben. Wir haben eine zentralisierte EDV, wir haben ESRI im Einsatz, wir sind absolut Microsoft-abhängig. Open Source spricht man hinter vorgehaltener Hand aus auf der Toilette, aber sonst nicht öffentlich. Das ist ein Problem, wenn man, also diese starre, unflexible EDV, wenn man so ein innovatives Projekt hat, das eben Stefan vorgestellt hat. Daneben haben wir in der amtlichen Vermessung, haben Sie es gesehen, wir haben nicht nur den Player-Kanton, wir haben auch den Player oder die Player, die Vermessungsbüros, wir haben 20 Vermessungsbüros. Der Clou ist noch, die Daten werden dezentral verwaltet, wir haben nämlich 372 Gemeinden, da gibt es kleine Datenbanken bei den Vermessungsbüros und dort werden die Daten irgendwie durchgemulcht und unser Job ist, das zu prüfen. Der Umsatz jährlich liegt so zwischen 12 und 20 Millionen Franken. Man muss dazu sagen, das ist für die Büros ein Zubrot, das ist ungefähr ein Drittel von ihrem Umsatz. Sie machen den Hauptumsatz im Bereich von Planung, Bebauungsplanung, von Bauvermessungen, von Kontrollen und so weiter. Aber wer die amtliche Vermessung hat, hat schon mal den Fuß in der Tür für solche Daten. Und wir haben ja 4 Vermessungsfachschalen. Ich habe mal hier die gängigen Player angeschrieben. Intergraph, Autodesk, Esri. Adalin ist so ein bisschen eine Schweizer Besonderheit. Und ja, man kann nicht erwarten, dass die jetzt alle auf so eine Open-Source-Lösung springen. Das ist auch klar.
Der Kanton selber hat auch eine Prüfsoftware. Also wir haben uns für diese Prüfung der amtlichen Vermessung haben wir uns eine Fachschale entwickeln lassen, auf ESRI-Basis. Die ist genau dreimal in der Schweiz im Einsatz, noch im Kanton Luzern. Die haben mit uns das auch entwickelt, in einer ähnlichen Kooperation, wie wir es jetzt haben. Und die Swiss Topo, die Vermessungsdirektion dort, die hat das auch im Einsatz. Nochmal ganz kurz als Überblick, wenn man das sich anschauen will. Eben, das sind diese 20 Vermessungsbüros im Süden. Wir haben hier die Alpen, hohe Berge, Mittelland und dann den Jura. Das ist auch nicht gering. Also auch das ist räumlich sehr dezentral. Die Büros selber sind Konkurrenten untereinander. Also es ist nicht nur eine Beziehung Auftragnehmer, Auftraggeber zwischen uns, sondern auch man schaut schon, was hat der andere für Aufträge. Das ist ein Konkurrenzverhalten. Und das führt dann einfach, dass man Probleme hat. Man hat Probleme, weil wir einen unterschiedlichen Blick auf die Daten haben. Eben wir mit unserer Verifikationslösung haben einen anderen Blick auf die Daten wie unsere Auftragnehmer. Wir interpretieren die Daten unterschiedlich. Die Zeiten haben sich geändert. Wir können nicht mehr sagen, als Kanton, das ist so und du machst das so, sondern wir diskutieren. Wer diskutiert, verbraucht Zeit. Und letztendlich leidet der Auftragnehmer bzw. die Bevölkerung, also der Eigentümer, die Gemeinden, der Grundeigentümer. Für die ist es nicht mehr nachvollziehbar, warum wir hier so ein Ping-Pong-Spiel, hast du es vorhin gesagt, warum wir so ein Ping-Pong-Spiel durchführen. Die Lösung, Stefan hat es vorgestellt, wir brauchen eine Verifikationsfachschale. Wir brauchen was, wo keine Lizenzkosten anfallen. In so einem Konstrukt mit privaten Büros, mit der öffentlichen Verwaltung, ist es fast nicht möglich, irgendwelche Lizenzkosten zu verteilen oder irgendwelche Modelle zu haben. Wir brauchen eine zentrale Anwendung. Das ist ein Tool, das setzen die Büros vielleicht in 1% ihrer Arbeitszeit ein. Wahrscheinlich noch weniger, die wollen nicht installieren, die wollen keine Updates machen, die wollen das vor allem auch nicht weiterentwickeln, die wollen das einfach nur nutzen können. Und wir müssen auch eine gewisse Vertraulichkeit wahren. Ich habe es vorhin angesprochen, das sind Konkurrenten, diese Vermessungsbüros, die dürfen nicht den Blick auf die anderen Daten haben, die dürfen nicht sehen, was macht der andere für Fehler. Das alles führt dazu, dass wir eigentlich eine Terminal-Server-Lösung brauchen. Und das Ganze ist jetzt hier mal grafisch aufgezeigt. Wir haben Ubuntu als Betriebssystem. Wir haben eine X2Go-Terminal-Server-Lösung. Das ist auch ein Open-Source-Projekt. Hat es schon mal jemand gehört? X2Go? Hat es jemand im Einsatz? Nicht im Einsatz. Es ist ein Projekt, vierjähriges Projekt, was sich aber so mittlerweile, glaube ich, ganz gut etabliert hat. Also jeder, der Citrix im Einsatz hat, weiß ziemlich genau, von was ich spreche. Es macht nämlich das Gleiche, nur noch verschlüsselt und stabil. Wir haben drauf eine QGIS-Lösung 1.8 und wir haben dann dieses Plugin, das ist diese Prüfsoftware für die Daten der amtlichen Vermessung, draufgeschaltet. Das ist im Prinzip unser virtueller Server. Und im Prinzip jedem unserer Büros stellen wir so einen Server virtuell zur Verfügung. Das Ganze läuft auf zwei physikalischen Servern, wo es eben auch noch virtualisiert ist und auf Linux basiert. Wir haben 25 Nutzer. Und wir rechnen so mit 6 bis 7 gleichzeitigen Zugriffen. Wir haben das ganze System mal getestet und haben es ums Verrecken nicht geschafft, wie mehr als 80% CPU-Auslastung hinzukriegen, auch wenn alle gleichzeitig importieren. Also das läuft wirklich sehr ressourcenschonend. Jetzt bei der Lösung, der Vortrag heißt ja GIS as a Service. Was ist denn jetzt der Service an der ganzen Geschichte? Also wir haben hier nicht nur so einen Produktivserver, wir haben selbstverständlich auch noch einen Testserver, da machen wir Weiterentwicklung, da machen wir auch neue Tests, entwickeln wir da drauf. Wenn das alles dann getestet wird, abgenommen wird, dann kann das in die Produktivumgebung ziehen. Wir haben als Service dann eben dieses Tool für die Prüfung der amtlichen Vermessungsdaten, aber
wenn Sie sich das anschauen, haben wir ein komisches Abfallprodukt, nämlich wir haben eigentlich ein Desktop-GIS mit einer schönen Datenbank. Nur das Plugin da oben, das ist noch für die Vermessung gedacht, aber letztendlich habe ich ein schönes QGIS und der Nutzer muss sich nicht um Installationen kümmern, der Nutzer muss sich nicht um Updates kümmern, der kann das einfach benutzen. Also wir hatten auch schon mal mit so grünen Büros, mit einem Biologiebüro das Ganze angeschaut und die sind natürlich schon daran interessiert, vielleicht einen einfachen Zugang zu haben. Was hat der Client? Der Client hat Software, das kann er installieren, X2Go. Das Ganze ist portabel und ist dick. Ich kann das irgendwo reinstecken. Das sind 3 MB, glaube ich, die es das braucht. Es geht verschlüsselt über die Leitung. Es ist sehr ressourcenschonend. Also ich kann im Notfall übers Handy auf der Alp Daten erfassen, auf dem Terminal-Server. Ist auf jeden Fall einfacher, als ins Tal zu fahren und am nächsten Tag wieder hoch. In bestimmten Situationen. Das ist unser Service für unsere Vermessungsbüros. Was ist jetzt der Service für Sie? Wir haben also die tolle, schlechte Erfahrung gemacht, dass die Dokumentation halt immer bei so Projekten ein Problem ist. Und wir haben versucht, das, was Sie jetzt hier sehen, einigermaßen ausführlich zu dokumentieren. Und die steht natürlich dann auch zur Verfügung, dass man, wenn einer Interesse hat, hier so wie ein Hosting von so einer Software betreiben kann, wenn es andere Interessen da sind. Das Ganze ist sehr transparent. Jeder sieht eigentlich, oder jeder hat den gleichen Clone, jeder sieht, was da ist. Und momentan ist das Ganze im Probebetrieb und wir hoffen, dass wir bis Ende April aufschalten können, wirklich für alle gleich, für alle Nutzer gleich. Ganz, ganz kurzes Fazit noch. Also ich will auch nicht mit Code oder sowas belehren. Unser Problem hier war ein ideologisches Problem. Es war kein Problem groß technisch. Die Projekte sind da, man kann sich da durchkämpfen. Es war eher ein ideologisches Problem. Wie gesagt, wir sind von sehr kommerzieller Software eigentlich abhängig und wir kommen hier mit einer innovativen Lösung rein. Und es gibt immer, Sie sehen die Esel da oben, es gibt immer zwei Sichten und es gibt immer zwei Richtungen, wo man geht. Und ich erlaube mir hier in Berlin trotzdem noch den Spruch von Walter Ulbricht zu bringen, überholen und einzuholen. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, das war sehr ideologisch geprägte Diskussion auf beiden Seiten, aber auch von Open-Source-Vertretern. Ich empfinde es gerade, wir sitzen hier im Bild 2, die Esel halten inne und schauen sich mal an, was das Problem ist und wie man da weiterkommt. Aber manchmal ist es dann tatsächlich so, wie der Spruch da unten ist, es fällt einfach schwer, wir sind unfähig, die Schwächen zu erkennen, die eigenen und auch die Stärken vom anderen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Vermessungsbranche in der Schweiz ohne kommerzielle Software auskommt. Auf der anderen Seite muss auch was in diese Richtung gehen. Also wir haben genug Projekte gehört jetzt von der Schweizer Verwaltung. WebGeoAdmin ist sicher was Tolles. Viele Geoportale, die in die Richtung gehen. Open Source Kantone, Kanton Solothurn ist da ein Vorreiter. Da bewegt sich schon was, aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite. Das einfach mal so ein bisschen zum Innehalten und ich hoffe, wir kommen zu den Bildern 3 und 4 da unten, dass wir das Ziel gemeinsam erreichen, egal wie, und da Lösungen finden. Herzlichen Dank, dass Sie so lange ausgehalten haben. Und jetzt stehe ich für Fragen oder hier. Ja, danke für den wirklich sehr interessanten Vortrag. Ist, denke ich, auch mal schön aus der Praxis so zu sehen und über die Grenze rüber zu gucken. Ich meine, letztes Jahr waren wir ja nah bei euch, quasi in Rapperswil und dies Jahr nach Berlin ist ja auch sicherlich schön. Ja. Aber es ist ja auch gut, dass auch Kantone, also die zusammenarbeiten, das ist, glaube ich, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen. Gibt es denn Fragen dazu? Oder alle so erschöpft? Machen das mal so.
Haben Sie die Virtualisierung auch mit anderen Linux-Betriebssystemen probiert? Also die Terminal-Server-Lösung, beispielsweise auf dem Debian? Ubuntu, wir haben es auf Ubuntu probiert. Was ja auf Debian aufsetzt, ne? Müsste ja eigentlich gehen. Ja, das ist eigentlich das Gleiche. Wolltest du noch was sagen? Also das X2Go, das gibt es auch für Debian. Und ja. Ja, ich wollte auch noch zum Verständnis, der X2Go Terminal Server, der läuft unter Ubuntu. Wie greifen denn dann die Büros drauf zu über den normalen Remote Desktop? Oder wie? Also der Remote Desktop selber ist natürlich noch eine schöne Dreingabe quasi. Wir können uns auf eine Sitzung aufschalten von so einem Büro. Oder wir können uns quasi den Bildschirm teilen. Wenn man sieht, wie dezentral die Büros liegen, ist das noch sehr sehr angenehm. Wir diskutieren dann eben nicht nur Probleme mit der Software, sondern wir können uns auch noch wirklich technische Probleme in der amtlichen Vermessung anschauen. Also wir machen echten Support damit. Also dann habe ich irgendwie vielleicht das falsch verstanden. Ich dachte, die Büros, die können sich dann remote auf ihrer entsprechenden virtuellen Maschine einloggen. Schon, oder? Die Clients können sich remote einloggen, genau. Ja, und da ja alles kommerzielle Umgebungen sind, bin ich davon ausgegangen, dass die Windows-Client-Systeme haben. Hauptsächlich, ja. Und nicht nur, aber hauptsächlich. Deswegen war die Frage, wie Sie vom Windows auf den X-Terminal dann zugreifen. Ja. Mit dem Client, mit dem Klienten. Also das ist ein Stück unter Windows läuft ja üblicherweise Remote Desktop als... Nee. Also das war die... Das nicht die Windows Remote Desktop Version, nein, das nicht, das ist wirklich ein... Ja, die kriegen ein eigenes Tool nochmal oder einen eigenen Client, X2Go Client oder sowas? Ja, genau, das ist der X2Go Client. Das habe ich, nicht verstanden, danke. Das habe ich nicht verstanden. So, gibt es denn sonst noch Fragen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, ich weiß nicht, ob ihr noch länger da seid. Doch, eine Frage noch, tut mir leid, sorry. Der X2Go Terminal Server, der greift ja möglicherweise auf dem Ubuntu-System auf eine Datenbank zu, wo das ja rein importiert wird. Ja. Ich nehme an, das ist so gelöst, dass da jeder Client irgendwie seine eigene Tabelle hat und das dann irgendwie applikationsseitig wieder gemerged wird. Also, wie gehen Sie da Konflikten aus dem Weg? Also das ist wirklich ein Image. Jeder User hat sein Image, oder 1:1. Es ist nicht so, dass man auf einem virtuellen Server zwei User hat, oder? Dem mussten wir aus dem Weg gehen, wegen der Vertraulichkeit. Oder? Ja, wie führen Sie die Daten dann wieder zusammen? Also die Daten müssen ja nicht zusammengeführt werden. Wenn ich jetzt die Frage richtig verstanden habe, das dient nur Anführungszeichen der Verifikation der Daten. Und wenn es gut ist, ist es gut, dann können sie gelöscht werden. Aha. Das sind alles Kopien. Also wir müssen da nicht irgendwie... Nee, das ist nur zur Verifikation jetzt momentan.